Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Transport Fever. Wir gehen weiter hier mit unserem wunderschönen Bauernhof und dem Konvoi. Wo ist er denn? Achso, die machen jetzt eine Pirouette. Machen ja alle jetzt eine Pirouette. Was ist mit dem da? Der fährt nicht. Machen wir die Zeit ein bisschen schneller. Ah ja, doch. Er lässt sich nur ein bisschen länger Zeit. Er lässt auch mal die Zeit ein bisschen schneller einstellen. Also theoretisch musstest du jetzt produzieren, ja. Ja, Lebensmittel stehen hier. Hol sie dir. Und da kommt jetzt der Konvoi, der dann eben hier die anderen Sachen füttern muss, soll, darf. So, und das wird jetzt der erste Lieferung. Vollladen einer Fracht. Ja, das muss ich schon machen. Aber ich kann schon den nächsten hier rauf schicken, weil das dauert, ja. Lebensmittel haben wir gesagt. Und wieder in der Farbe gelb. So, jetzt bist du da ziemlich weit unten. So, jetzt haben wir zwei Gegenleiche. Der eine fährt gerade runter, der andere hat den Weg begonnen rauf. Das heißt, da haben wir jetzt die Wartezeit halbiert. Nur mit einem so einem Ding. So, und die vier sollten jetzt eigentlich Vollgas geben. Ja. Und hat man das dann alles irgendwie untergebracht? Geht's auch schon weiter? Oh ja. Da kommen sie. Das kann man auch wegmachen. Ja, also ich finde Transport Fever ein richtig geniales Spiel jetzt schon. Sieht sehr gut aus. Ein bisschen anders halt als Train Fever. Ein bisschen ungewohnt, sagen wir mal so, aber ich glaube, dass es viel mehr Spaß macht, jetzt weil man mehrere Möglichkeiten hat mit den Sachen, die hier produziert werden. So. Jawohl. Nehmt nur. Schauen wir mal in die Stadt, wie es da aussieht mit den Wartezeiten. Vielleicht sollte ich mal so nebenbei ein bisschen meine Grafikeinstellungen runtersetzen, damit es hier nicht so ruckelt. Schatten, brauchen wir das? Nee. Die Büsche sind mir auch egal, oder? Niedrig. Ja, noch ein bisschen was soll es schon ausschauen, also. Okay, das ist mir auch egal. Oh, nee, das geht nicht. Spiegelung. Lass mal auch sein. Ich möchte ja nicht, dass es irgendwo in einer Art und Weise ruckelt. Aber teilweise beim Zwischenspeichern oder wenn ich irgendetwas kaufe oder so, weiß ich nicht, wenn es in die Datenbank reingeschrieben wird, dann da bleibt es kurz mal stehen. So, wir kontrollieren jetzt nochmal. Vor allem bei denen da. Mhm. 53. Wir nehmen Kohle ein. Die L2 dagegen.
Okay, die L2 hängt noch ein bisschen nach. Die L1 sieht schon gar nicht so schlecht aus. So. Der produziert 28 im Jahr. Und ich glaube, wir brauchen 2 Jahre, bis dass wir hier hin und her fahren. Naja, das sollte sich eigentlich ausgehen. Ja, aber dann schaffe ich trotzdem nur 20 im Jahr, wenn er es einmal macht und nicht 28. Das heißt, ich kann da gerne noch 2 hinzufügen. Wobei, lassen wir es mal. So, der produziert 8. Da stehen nur 2. Okay, das kann sich sicher auch ausgehen. Also das ist dann auch Hightech, oder? Das Stahlwerk macht auch sehr viele Sachen. Ach so, jetzt habe ich aber ein... Ah ja, könnte aber hier fahren, oder? Mit dem Schiff. Also würde ich schon sagen, kann da einmal quer durch die Karte durchfahren mit dem Schiff dann. So, bisschen schneller. Mein, vom Jahresumsatz brauchen wir jetzt gar nicht mal reden, gell? Wir machen miese 200.000, haben wir letztes Jahr miese gemacht. Wir haben aber dieses Jahr noch nichts gekauft, keine Fahrzeuge, gar nichts. Naja, schau da, jetzt gibt es auch einen Lagerplatz da hinten für die. Ah, der fährt auch wieder, der fährt auch wieder und los geht's. Ja, 30.000 haben wir miese gemacht. Die Zinsen sind das, würde ich jetzt mal behaupten, die hier eben schon erheblich beträchtlich sind. So, und die meisten gehen immer noch zu Fuß. Wir werden jetzt mal die Linien noch mal vergleichen. So. Vom Finanzwesen her, die Weizen, die Brot, diese Linie und diese Linie. Wir haben mit beiden ein bisschen mehr Gewinn gemacht im letzten, aber. Also Umsatz, aber ja, wir haben auch Fahrzeugkosten, beziehungsweise müssen wir eigentlich theoretisch auf die nächsten Fahrzeuge sparen. Und das ist zu wenig. Viertausend eingenommen im letzten Jahr, 52, das ist der grüne Balken hier. Schon auch ein bisschen wenig. Ja, es soll eigentlich schon ständig klingeln. Hier im Häuslein. So, okay, dann werden wir mal alles schließen. Wir werden dann bei den beiden nochmal einen Wagen dranhängen. Ne, 4. 4, ja. Bei der L2 können wir noch einen Wagen dranhängen. Hängen
Wagen dran, dann sind wir gleich, was das betrifft. Aber der Ertrag passt jetzt. So, dann werden wir noch mal einen Getreidekutscher suchen. So, den man dann eben hier den Weizen zuweist. Und dann gleichzeitig noch mal einen Lebensmittel kaufen, den man dann eben dem Brot zuweist. Dann haben wir drei. Dann sollte sich das eigentlich ausgehen. So, jetzt stehen hier natürlich sehr viele Brote rum. So. Auf jeden Fall wieder sehr interessant, wie sich das jetzt zusammensetzt, weil ich sehe die Wege nicht von den einzelnen Produkten. Fahren die jetzt selber auch oder transportieren nur ich die? Oder ja, der fährt jetzt mit der Produktion runter. Warum auch immer. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Er produziert nur mehr 8, 10. Ich glaube, der war ein bisschen zu ambitioniert. Aber die sind auch Riesenunternehmen, gell? Die gleich 100 mit der Obergrenze machen. Das ist kein Kleinverein mehr hier. Aber alle werfen ein bisschen einen Überschuss ab. Vielleicht sollten wir uns da noch so ein Ding kaufen. Ein Lebensmitteltransport. Vielleicht bringt's das. Und jeder fängt natürlich klein an, so ist das halt. So ist das halt. So. Wir machen immer noch keinen Gewinn. Keinen großen zumindest. Gut, wir haben auch 20.000 jetzt da reingeschmissen. So, der produziert jetzt wieder mehr. Gut, was können wir jetzt hier mit den Städten machen? Kann ich da irgendwie sehen? Einkaufsmöglichkeiten. Nee, den Bedarf einer Stadt kann ich nicht erkennen. Schade. Das ist natürlich sehr schade, dass man das eben nicht kann. So, nächstes Jahr und schon wieder miese. Wir kommen nicht raus aus den schwarzen Zahlen. Gut, das heißt, wir werden jetzt ein bisschen offensiver rangehen an das Ganze. Getreide. Werden wir jetzt hier noch drei dazu kaufen. Und Lebensmittel werden wir vier dazu kaufen. Und die dann losschicken. Machen wir noch einen richtigen dicken. Machen wir richtig dicke Ausgaben hier. Dann haben wir noch 176.000 auf der Bank. Und
langsam aber sicher sollten wir unseren Kredit dann zurückzahlen. Den hat er, glaube ich, automatisch zurückgezahlt, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, da kommt jetzt der Riesenkonvoi. So, und ob uns das jetzt rausreißen wird, das seht ihr dann in der nächsten Folge von Transportfieber. Und ja, ich werde mich wieder melden. Beim nächsten Mal. Also, haut rein. Tschüss.